Puh. Hauptsache, das Ding haben wir erwischt. So. Nein, 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 nein. Und tschüss. Egal, das Siegel haben wir. Wenn dir jemand zuschaut, haben wir auch schon gehabt. Ich also wenn du hier mit diesem Schnurfall das machst, dann kriegst du auch richtig so Speed, ne? Ja, sehr schön. Da sind wir auch gut durchgekommen. Checkpoint. Also auch geil hier mit der Hintergrund, da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten. Der Messenger da. Mit der Schriftrolle. Ja, nicht hängen. Oh, verdammt. Das nicht mal. Zu spät ist. Ja, war ja klar. Komm, mach mal Harakiri. Jetzt schon satte 548 Zeitscherben gesammelt. Ich bin froh, dass sie mich dir zugewiesen haben. Da sollst du auch ein bisschen was davon haben. Ah, hier hat er, glaube ich, auch beim Speedrun das mit dem Shuriken gemacht, also da hoch ist. So ein bisschen Zeit gespart. Durch. Das ist, glaube ich, auch recht simpel. Ich muss Frage dran. Muss einfach nur drauf. Zack, kommst du durch. Sieht schlimmer aus, als es ist. Blöde Zauberer. Runter! Einfach die Zauberer nicht killen wollte. So, wir sind wieder quitt, das ist schön. Und rüber. Also das war, glaube ich. Ah, da hat er, vielleicht kriege ich das hin. Ist jetzt kein großer, upsala. Ne, genau, hier muss ich das, gibt es ein kleiner Trick, der eigentlich ziemlich cool ist. Na, zu früh geschlagen. Und zwar kann man sich so ein bisschen Zeit sparen. Indem man... Man muss halt, wenn man nicht an der Wand ist, kann man ja hier durchschlagen, ne? Und wenn man das drauf hat, dann kann man... Ich brauche jetzt einfach viel länger dafür, weil ich diesen Trick, der die ganze Sache schneller machen soll, hinkriege. Dann kommt man halt da schon drüber. Ich komme aber nicht dran. Ich komme einfach nicht dran. Egal. Ich denke mal, es ist klar, was ich da zeigen wollte. Damit du nicht sagen kannst, ich sei negativ drauf. Los, Messenger, du schaffst das. Natürlich blöd, dass ich das jetzt hier nochmal machen muss. Ja. Sieht doch gut aus. Ja, easy. Verdammte Augendinger. Na, so rauf da. Und
nicht dieses Auge da erwischen. Grüne Mist da noch bekommen. Okay. Ein bisschen Heilung haben wir wieder nicht. Ah! Was soll das denn? Das hat sich nicht festgehalten. Hui. Yep. Und... Nein, das war zu früh. Da sind wir angekommen. Ach ja, da müssen wir einfach nur laufen. Sieht auch ziemlich geil aus, ne? Also das Leveldesign ist der Hammer. Nein, nein! Ganz knapp. Hui. So, da sind wir wieder. Aber können uns nichts leisten. Moment mal, ich dachte, der Laden verbirgt sich hinter der Tür von neulich. Das ist das, woran du dich stößt? Hm? Mein Laden ist mit der ganzen Welt verbunden und das geht klar. Aber aus irgendeinem Grund kann es ihn nicht zweimal im selben Gebäude geben? Nicht zu fassen. Ja, hat er auch irgendwie recht. Was ist das denn? Hä? Moment, das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Geil! Ich schweb einfach. Aber die Blöcke zittern trotzdem. Du hast die Willensprobe also bestanden. Oh, dann werden wir jetzt also das Ding durchziehen. Mach dich bereit, Messenger, und werde Zeuge der Macht unseres Ordens. Du wirst als Auserwählter hervorgehen oder überhaupt nicht. Das riecht als ein Einleitung. Das reicht als Einleitung. Ich bin zuerst dran. Was? Hauptsache, ich schweb jetzt hier die ganze Zeit. Wie witzig ist das denn? Da ist aber jemand aufgeregt. Ich bereite diese Rede seit Jahrzehnten vor und er... Du wirst drüber hinwegkommen. Auf geht's. Was ist das denn? Der Gott mir ist gerade gar nichts. Ich muss bestimmt da oben dran oder so. Ah ja, genau, ich muss den am Kopf da treffen. Hoppala. Hey, bisher hat er mich nicht einmal erwischt. Schon komisch. Hey, jetzt hat er mich erwischt. Oba. Kann man ein paar Schulkens werfen. Komische Laserbeams hier. Ja, oh, das sind verdammt gar keine Schulkens mehr. Nein, ich bin getroffen. Whee! Auch nicht schlecht, ne? Ich hau einfach hier. Weil das hat mich, glaube ich, einmal getroffen. Aber diese Kugeln sind schon irgendwie ein bisschen blöd hier dabei. Nein! Da bist du mit deinem Laserbeam erwischt. Was soll ich jetzt machen? Okay. Jetzt war klar, was ich machen sollte.
51 Tode verhindert. Steuern die wahrscheinlich das komische Ding hier, wa? Verdammt, ich wollte doch da drauf. Ne. Also in dem Speedrun ist er irgendwie in der Seite immer geblieben. Boah. Zack. Hey, wie komme ich da nicht dran? Es gibt ja irgendwie einen Punkt, wo du da an den dran kommst. Ups. Oh, ist klar. Aber keinen Schaden nimmst. So, irgendwie. Ja. Das war jetzt nix. Ah, verdammt, ey. Spring ich dagegen statt drüber? Puh. Ui. Meine Schulter getroffen. Nein. Ja, komm mal hier. Hopp. Hat nicht funktioniert. Nein. Ich hoffe, dass ich da sicher bin. Ja. Ich glaube, das wird auch wieder nichts. Klatsch. Aber das hat mir, glaube ich, gar nicht mal wehgetan, ne? Nicht angekommen. Aua! Tja, ich krieg halt einfach zu viel Schaden rein. Ich muss gucken, dass ich dem Ganzen besser ausweiche. Aber schon ein bisschen knackiger, der macht so viel Sachen, die einem wehtun können. Ah, nicht haltbar. Ja. Was? Wofür hab ich denn berührt jetzt? Und wieder nicht an ihn ran. Ja, ich habe mich sogar getroffen, ohne Schaden zu nehmen.
mal wieder hier diese. Das ist halt echt Timing on point. Einigermaßen funktioniert. Aber wie ich da einfach auch dran vorbeikomme. Ohne mir jetzt die Finger zu verbrennen. Das war ganz so schlecht, ne? Wie ich das machen soll, ohne von den Kugeln getroffen zu werden, weiß ich nicht. Wenn ich sowieso. Ah, schade. Ich hab gedacht, wenn ich sowieso schon da drin bin, dann kann ich ja auch Damage machen. Aber ich würde sagen, das war schon der bessere Versuch. Ich müsste am besten, wenn diese Kugeln von oben runterkommen, dass ich dann von ganz links nach ganz rechts laufe oder irgendwie sowas. Dann treffen die mich vielleicht nicht. Weil ich bin ja immer so irgendwie von der Mitte aus. Da dran. Fahr. Gut. Nein, nein. Boah. Oh, das war gar nicht mal so schlecht davon. Oh! Nein, komm doch her! Wo bin ich jetzt hier oben? Ja, ich verfolge mich hier. Bin ich wieder oben? Ah, schade. Aber er leuchtet schon. Nein. Nein! Oh nein! Jetzt bin ich runtergefallen. Was ist das denn? Puh, 272 Zeitscherben. Oh, das ärgert mich jetzt aber sehr. Er hat schon geblinkt, ey. Das sah schon ganz gut aus. Und desto öfter ich sowas versuche, desto nervöser werde ich dann ja und fehleranfällig. Aber auf den Handrücken bleiben, das ist gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt in. Was ist das denn? Ah ne, ich war gar nicht, hab mich gar nicht festgehalten, sondern der hat mich weggeschoben. Okay. Ich fall mich da fest und dann auf einmal falle ich runter. Der hat mich geschoben, hat er mich.